Le Guin. Feiersinger, unsere mitfahrende Kamera, hat übrigens von zwei österreichischen Bobfahrern von Schösser und Heidacher geschoben wird. Also ein unfreiwilliges Bobtraining heute. Fahne bleibt unten, um Gottes Willen. Papa ist vor dem Tor. Wohlfahrt, nimm ihm bitte den Ball ab. Nein, er schafft es nicht mehr. GPP, Jean-Pierre Papa, 1:0. Für die Franzosen. War es nun abseits oder nicht? Das möchte ich jetzt wissen. Da kugeln sie vor Freude, verständlich am Boden. Waren angeschlagen. Wohlfahrt tut, was er kann, aber er kommt nicht an den Ball. Jean-Pierre Papin und die Franzosen führen mit 1:0. Genau in einer Phase, in der wir eigentlich der Führung wesentlich näher waren, dann dieser Dämpfer. Für mich hat es stark nach Abseits ausgesehen, das muss ich ganz offen sagen. Aber der Linienrichter hatte die Fahne leider, leider um. Ja, beim Abspiel vielleicht doch nicht. Beim Abspiel möglicherweise gleiche Höhe. Hat man irgendwo gesehen. Muss es noch einmal anschauen. Vielleicht können wir es später noch einmal anschauen. Wenn das Spiel wieder unterbrochen ist. Es ist so wichtig, dass man das vielleicht ganz genau dann analysieren kann. Aber jetzt kein Haut drauf, sondern erst recht. Das muss die Devise sein. Dieses eine Tor, das die Franzosen jetzt vorne liegen, ist zwar goldeswert, aber wir haben noch Zeit genug, um es aufzuholen. Eine halbe Stunde lang. Lissarazu, faul. Gelb hat er schon, also darf sich nicht spielen. Einwurf durch Czerny.
Küper und Gravelin waren ein wenig aneinander geraten. Schinkels wird einwerfen. Weiter Pass auf Gravelin, aber da ist Betzel viel schneller am Ball. Noch immer Gravelin, aufpassen. Ja, hat etwas gewartet und schon war der Franzose da. Und jetzt gibt es Einwurf für die Franzosen. Roche. Singer. Deschamps. Ja, so leicht gibt es auch nicht einen Freistoß, wie ihn Dapapin wollte. Ja, wenn es abseits war, der Schiedsrichter, in diesem Fall Herr Blankenstein, konnte nicht pfeifen, sein Linienrichter hatte die Fahne unten. Also der Mann auf der rechten Seite blieb da mit der Fahne leider unten. Jetzt spielen sie ein wenig die Franzosen, jetzt müssen wir endlich wieder raus aus der eigenen Hälfte. Herzog. Ah, Küper. Ja, beim ersten Mal wäre es noch viel schöner gewesen, wenn er da direkt weitergezogen wäre. Chuck. Sehr stark im Kopfball spielen die Franzosen im eigenen Strafraum. Das ist die Stärke von Roche und Blanc. Czerny. Lama. Minuten gespielt, zweite Hälfte, insgesamt 65 Minuten und Frankreich führt durch Papins Tor mit 1:0. Deschamps. Le Guen. Wieder Le Guen. Blanc. Anglomar. Kübauer.
Und Blanc. Immer öfter geht jetzt Libero Chuck mit. Blanc. Hartmann. Finkels. Und von Toni Polster der Versuch in Richtung Pfeifenberger zu spielen. Die Franzosen werden in Kürze wechseln und zwar wird die Nummer 14 Loco, Patrice Loco von Nantes ins Spiel kommen. Papin. Jetzt sieht Pfeifenberger gelb. Nach dem Foul am Papin. Die dritte gelbe Karte in diesem Spiel. Freistoß für die Franzosen. Dann wird wohl der Wechsel vorgenommen. Freistoß durch Le Guen. Hat er jetzt in den dritten Stock des Ernst-Happel-Stadions geschossen. Und auch bei den Österreichern wird Ogris kommen. Herbert Praska wechselt auch. Gravelin aus dem Spiel und für ihn jetzt Loco. Das ist einmal der erste Wechsel. Stürmer Gravelin heraus, offensiver Mittelfeldmann Loco von Nantes und da kommt jetzt Ogris. Erich Obermeier, der Assistent von Herbert Prohaska für Schinkels. Und vielleicht nützen wir die Pause und können noch einmal die Szene anschauen. Moment, Abspiel. Gleiche Höhe. Ich würde sagen, beim Abspiel gleiche Höhe. Es war kein Abseits. Kein Abseits jetzt. Ja, das war korrekt. Es war korrekt. Kann den Linienrichter keine Schuld geben. Ersten Moment haben wir alle gehofft. Es war ein Abseits, aber danke der Regie, danke dem Lucky und dem Fritz. Denn das hat die Zuschauer zu Hause sicher ein bisschen beschäftigt. War es Abseits oder nicht? Muss man anerkennen, es war korrekt. Ja, und auch gleiche Höhe wäre schon kein Abseits. Der Neumann, Loco. Und da gibt es gleich Gelb. Sozusagen zum Einstand, aber nicht für ihn, sondern für Petzl, der ihn da mit dem Fuß, voll am Fuß getroffen hat, wie die Superzeitlupe es zeigt. Viermal Gelb also heute schon, aber alle waren zu gelb. Ja, ich bin eigentlich froh, dass es kein Abseits war, denn der Treffer hätte so und so gezählt und so hätte er einfach mehr belastet. So aber war es ein Tor, das einfach wieder mal den Instinkt von Papin
hier gezeigt hat, der blitzschnell angetreten ist im richtigen Moment. Und wenn man einen Augenblick zu spät nachläuft und glaubt, der Mann ist im Abseits, dann täuscht man sich eben. Das ist moderner Fußball. Ja, jetzt häufen sich die Gelben. Achtner. Also jedes Foul am Papin muss nicht gerade gelb nach sich ziehen. Denn vorher hat schon Pfeifenberger für ein Foul am Papin gelb gesehen und jetzt Achtner auch. Ach, neunmal in der Meisterschaft, fünfmal jetzt in der WM-Qualifikation. Aber Papin wurde auch von Achtner hier am Fuß getroffen, da wurde der Ball nicht gespielt. Und damit fehlt er im Heimspiel gegen Bulgarien, der Peter Achtner. Denn das nächste Spiel in der WM-Qualifikation in 2,5 Wochen wieder hier im Stadion in Wien gegen Bulgarien. Gegen die Stoichkov-Mannschaft, dem Stürmerstar von Barcelona. Zurück aber jetzt zu diesem Spiel. 1:0 für die Franzosen und gespielt mittlerweile knappe 29 Minuten. Etwas mehr als eine Viertelstunde bleibt den Österreichern noch Zeit. Kübauer. Nicht warten. Czerny. Ausgekochte Mannschaft. Die Franzosen. Da werden sie sich jetzt natürlich zurückziehen. Da werden sie jetzt all ihre Routine in die Waagschale werfen. Aber wer weiß, die eine Möglichkeit, die kann man trotzdem finden. Angloma. Nicht noch ein Eigentor um ein Haar. Anglomar gefährlich nach Alt-Wiener Schule, fast der Stangelpass, den er da reingehaut hat. Und da haben es die Verteidiger immer schwer, wenn sie plötzlich knapp vor dem Tor vom Ball getroffen werden. Aber jetzt sind die Franzosen im Moment nach dem Führungstor die bessere Mannschaft. Sie haben diesen Auftrieb jetzt auch, den man einfach hat, wenn man dieses Führungstor erzielt. Vor allem in einer Phase, wo man selbst nicht dran glaubt. So sehe. Achtner. Papa. Herzog aus der eigenen Hälfte. Pfeifenberger. Aber faul. Freistoß für die Österreicher. Von ganz rechts draußen. 3, 4, 5 Mann. Die ganzen Langen jetzt vorne im Strafraum. Hier wieder von unserer Krankamera. Wo ist ein langer Mann? Nirgends. An Tor vorbei. Der Flankenball und Abstoß für die Franzosen. Toni Polster sehr stark in der ersten Hälfte mit guten Momenten. 2-3 Mal die französische Abwehr auf der linken Seite ausgespielt. Und dann der Freistoß an die Stange. Österreich also jetzt in der Schlussphase mit 3 Sturmspitzen, mit Pfeifenberger, mit Ogris und mit Polster. Die Devise kann auch nur heißen, alles oder nichts. Vollkommen richtig von Herbert Prohaska.
Lomar. Die Zeit vergeht schneller als uns lieb ist. Nur noch 12,5 Minuten. Loco. Nächste Chance. Bravo, Wohlfahrt. Ein Mordschuss war das von Frank Sosé. Loco. Schaut, schauen Sie, wie man schön gesehen hat. Wie er schaut. Das ist eben. Der Klasse-Stürmer, der schaut auf, sieht den freien Mann, da kommt das Abspiel. Und dieser wuchtige Schuss von Wohlfahrt dann im Nachfassen arretiert. Passen Sie auf, wir sehen es da noch einmal schön. Jetzt schaut er hinüber, sieht den freien Mann. Eine ideale Studie. Nicht Kopf hinunter und einfach blind zur Mitte, sondern mit Übersicht. Achtner. Papin weicht jetzt stark aus auf die rechte Seite heraus. Ja, da hat er sich aber hingelegt. Hartner. Und Pfeifenberger, wo ist das Tor? Wo ist das Tor, Heimo? Leider in einer ganz anderen Richtung. Czerny, überlegt hereingespielt. Noch 11 Minuten. 1:0 für Frankreich. Chuck. Und da muss sogar Lamar ein wenig aufpassen. Seine Flanke senkt sich sonst hinter den Tormann ins Tor, aber dazu hat man ja auch den Tormann. Gefährlich war es trotzdem nicht. Feiersinger. Pfeifenberger. Franzosen jetzt mit 7, 8 Mann schon am eigenen Strafraum. Bemüht diesen knappen Vorsprung jetzt zu verteidigen. Da ist er die Chance und Toni. Ungefähr zu dieser Zeit hatte auch in Nürnberg die große Chance zum Tor damals. Ähnliche Situation, war auch kein Abseits. Mit Rücklage geschossen und drüber. Pfeifenberger, Polster, Chancen hätten wir, nur wir treffen nicht. Vielleicht versucht es jetzt der Andi Ogris. Eckball. Noch 9 Minuten. Für die Franzosen jetzt durch Angloma. Oh,
Auch wenn das Publikum pfeift, das, was die Franzosen jetzt machen, macht halt jede Mannschaft der Welt, wenn sie auswärts führt. Und es geht nur noch etwa 8 Minuten, dann versucht man Zeit zu gewinnen. Trainer Feurer, Erich Obermeier und Herbert Braska. Macht all den Stress eines Teamchefs mit, der seine Mannschaft blendend eingestellt hat. Ein großartiger Kampf der Österreicher. Und für einmal passte man nicht auf. Das war Papins Tor. Das war Papins Killerinstinkt als Torschütze. 18 Treffer hat er für den AC Milan, seit er gewechselt hat, im Pflichtspiel bereits erzielt. Feiersinger. Jetzt haben die Franzosen natürlich immer mehr Platz im Konter, denn die Österreicher spielen jetzt in der Schlussphase offensiv. Sosé, Deschamps und Eckball. Fünfter Eckball für die Franzosen. Ja, da geht ganz, ganz langsam ein Franzose hin und dafür sieht er gelb. Wegen Spielverzögerung. Le Guen. Das hat er davon jetzt. Schiedsrichter Blankenstein hat das als Provokation aufgefasst, zu Recht. Er ist dahin geschlichen wie eine Schnecke. Jetzt Eckball.